Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist mitten in der Nacht. Aber es ist der Morgen, an dem gepatcht wurde. Es wurde gepatcht und wie soll man sagen, es unkt natürlich wieder. Oh mein Gott, nach dem Patch sind alle Fische aus der Tunguska raus und man steht an der zweiten Sura und hat nichts mehr zu tun. Na, nicht so ganz. Ich war jetzt gerade knapp eine halbe Stunde hier unterwegs, gerade war es noch hell. Und gucken wir einfach mal direkt in den Kescher rein. Ich war am Bach auf 114, 114 und habe die paar Brocken hier gerade rausgezogen. In, ja, nicht mal einer halben Stunde 117 Silber gemacht. Und zwar schon ein bisschen mit anderen Ködern. Ich habe ein bisschen mehr den Wobbler verwendet. Ich hatte gestern Abend noch auf der UL, ich glaube, den, nee, habe ich nicht mehr drauf. Da hatte ich im blauen Bereich den Aquila hier drauf. Genau. Beziehungsweise hier die beiden blauen Aquila, mit denen habe ich auch rumprobiert. Die haben gestern Abend noch hervorragend funktioniert. Heute nicht mehr so gut. Aber was gerade sehr gut noch funktioniert, sind die Spiker natürlich nach wie vor. Für die Eschen sind da sehr gut die, der kupferfarbene, gelbliche funktionieren sehr gut. Und was ich immer noch gerne verwende, ist der Terminator, Simon Terminator. Das passt auch richtig gut. Ich knall da richtig dicke, große Haken dran und dann lasse ich den, oder ich werfe ihn aus, lasse ihn ein bisschen treiben. Und wenn dann nicht schon ein Biss kommt, dann twitche ich den so ein bisschen durch den Bach. Das können wir uns gleich vielleicht noch angucken. Gucken wir mal, wie es jetzt gleich hier funktioniert und wie schnell es hell wird. Was ich noch probiert habe, und ich habe im Chat gerade schon gehört, oh je, das Sandfältchen ist weg. Und da habe ich mir gedacht, okay, probier mal direkt aus. Vielleicht ist es ja woanders hingekommen. Und ich habe mich hier vorne hingestellt, 97, 98, ein bisschen ausgeworfen. Und auch hier mit der gleichen Konstellation wieder hinten auf 51. Also 1,20 Meter Tiefe, Köcherfliegenlarve, Steinfliegenlarve. Ich habe tatsächlich einen Viererhaken drauf. Und habe jetzt hier gerade reingeworfen. Anfang der Nacht ging es gerade ganz gut. Und gucken wir einfach mal, ob es jetzt hier auch noch ganz gut weitergeht. Sandfältchen waren jetzt gerade erst zwei Stück dabei. Aber es waren noch andere Kandidaten dabei. Können wir ja auch gleich nochmal eben reingucken in den Kescher. Und wenn sich das einfach nur wieder hier ein bisschen verschoben hat, oder wenn die Fische halt ein bisschen weiter gewandert sind, ist das ja alles halb so schlimm. Das ist mir schon bald hier wieder zu weit weg. Oder? Ja. Zack, ziehen wir mal wieder hier vorne hin. Gucken wir mal eben rein. War ich hier auf 1,20 oder auf 1,70? Ich hatte gestern noch eine Route. Ja, 1,20 Meter Tiefe. Und hier tatsächlich ziemlich brutal. Also ich habe ein 11er Vorfach hier drauf. Vierer Haken. Und gehe da ziemlich grob mit rein. Ich glaube, so grob muss man da gar nicht rangehen. Und dann hier einfach schön treiben lassen. Es kann natürlich sein, dass es jetzt, dass die vielleicht sogar noch in den Abendstunden beißen. Vielleicht beißen die nachts gar nicht. Das wäre natürlich ein Ding. Dann steht man hier nachts und guckt sich das Wasser an. Ja, gerade waren es hier, haben wir sie nochmal.
Muxun, die Maräne, nochmal so ein Muxun, 1,3, 1,5 Kilo. Sandpfählchen, klein. Die Bodenrenke hat alles geklappt. Bis 22 Uhr ungefähr stand ich jetzt gerade hier. Kurz nach 10. Und da geht noch einer runter. Relativ langsam. Das sind die gefährlichen, wenn die sich so langsam, wenn die sich nicht ganz entscheiden können. Da muss man echt noch ein bisschen länger abwarten mit dem Anschlag. Die kleine Bodenrenke nochmal. Okay. Ich mache mal nicht ganz so weit raus. Gucken wir mal, ob wir hier vorne direkt was sehen. Oh ne, nicht angeschlagen. Der war schön schnell, aber da war ich nicht. Oder ich war vielleicht doch auch zu schnell. Vielleicht noch lieber ein bisschen ziehen lassen. Also vielleicht gar nicht so weit auswerfen. Eigentlich ein sehr guter Bereich auch, um hier mit der Stippe zu stehen. Wenn ihr da also geschickt seid, wie mit dem Maifisch. Ah, guck mal, so angefaked hat er. Ah. Nochmal angefaked. Rotauge. Mach keinen Scheiß. Nee, was bist du für einer? Uff. Das ist ja niederträchtig. Ach. Aber 1,1 kleine Bodenränke. Gar nicht so klein. Schönes Ding, ey. Und für die Nacht auf jeden Fall mal ein bisschen was zu tun, weil da ist es ja mit den Spinnern doch ein bisschen schwierig hier am Bach. Und man kann hier natürlich dann auch, wenn man, wie gesagt, wenn man geschickt ist und das mit den Heringen schon trainiert hat und so, mit der Stippe, kann man sich natürlich auch hier mit drei Ruten hinstellen. Ich hatte es gestern im Stream an diesem Sandpfählchen-Spot ein bisschen probiert. Ging gut ab. Ging richtig gut ab. Gute Frequenz. Guck mal, da ist er wieder. Muxun! Da! Dritter jetzt hier in Folge. Genau sowas. Genau sowas. Und ich meine, von der Kohle her ist er, glaube ich, auch ganz okay. 10 Silber jetzt so ein 1,5er. Ist jetzt nicht die Welt. Aber wie gesagt, mit zwei oder drei Ruten hier. Und es ist gar nicht so weit ausgeworfen. Also tatsächlich. Ich mache mal den Zoom raus. Ja. Ich glaube, man erkennt es ganz gut hier in Spuckreichweite. Eine Kickerlänge. Ganz entspannt treiben lassen. Hier links neben mir ist der Eingang zur Mündung. Hier ist die Mündung direkt vom, zack, von dem Bach. Aber ich glaube, man erkennt es schon ungefähr, wo es ist, ne? Ich mache mal die Map nochmal eben auf. Genau. Also hier ist es. Und dann eigentlich hier vorne direkt in dem Bereich. Guck mal, es wird schon sogar schon wieder hell. Perfekt. Also, das finde ich ist noch ganz gut. Ich habe noch nicht den Hechtspot getestet. Das mache ich irgendwie. Vielleicht machen wir das Mittwoch. Mittwoch dann im Stream wieder. Aber mir war erstmal wichtig, ich bin schweißgebadet, bin ich aufgewacht. Patch Day. Und dann ging's wieder. Unglaublich. Unglaublich. Zack. Verrissen. Hast du gut gemacht, Alter. Hast du gut gemacht. Oh Mann, doch. Aber ihr seht, es funktioniert. Ich bin ganz zufrieden hier. Posi, finde ich, passt. 98, 98 kann man sich gut merken. Wenig weit rauswerfen. Guck mal, da ist wieder so zaghaft. Und ja, das war bestimmt wieder so eine Bodenrenke.
Warten wir ingame-mäßig vielleicht nochmal ein bisschen ab, so bis 6 Uhr vielleicht eher. Und dann gehe ich nochmal kurz an den Bach, gucken wir nochmal, was da geht. Da waren, wie gesagt, die Forellen ja gerade auch ganz gut. Und die Eschen. Gucken wir gerade mal. Treibangeln, Treibangeln, Treibangeln. Der Ontragon hier im Chat wird schon ganz nervös. Wo? Schreibt er. Wo? Vor allem schreibt er mir vorhin, das Sandfältchen ist weg und jetzt kriegt er noch eins vor die Nase gesetzt. Sehr gut. So, gehen wir mal hoch. Ich schreibe immer eben 98, 98. Zack. Dann ist er auch beruhigt. Wenn ihr Lust habt, ihr könnt auch gerne in-game hier in den Chat rein. Viele alte Angler da drin, die auch ordentlich Ahnung haben. So, jetzt habe ich hier nochmal die Kombination. Einfach mal ein 6,9er Vorfach, relativ klein. Ich habe sonst mit einem 9,7er geangelt, ging auch ganz gut. Aber ich gehe jetzt einfach nochmal ein bisschen vorsichtiger ran. Und jetzt hier mit dem Simon Terminator. Und da stelle ich mich ganz gerne hier vorne hin. 13, 13 oder 14, 14 so. Und baller hier in die Öffnung da rein. Und dann warte ich erstmal so ein bisschen ab. Drück zwischendurch einfach die R-Taste. Zap, 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 zap. Und wenn da die ganze Zeit noch nichts kommt, fange ich jetzt dann langsam an mit dem Reintwitchen. Schön in den richtigen Winkel hinstellen. Manchmal so ein bisschen nachziehen. Der Köder zieht ja immer so rum. Aber ja, könnte noch vielleicht ein bisschen früh sein. Die blauen haben auch funktioniert. Aber wie gesagt, es hat sich, glaube ich, ein bisschen was geändert. Es sind vielleicht nicht mehr so ganz die Originalen, die man jetzt in den ersten paar Tagen verwenden konnte, die Originalen oder die letzten Spinner und Köder, die ihr verwendet habt. Einfach mal einen neuen ausprobieren. Achso, jetzt habe ich gar nicht treiben lassen. Egal. Einfach mal ein bisschen neue ausprobieren und gucken, was da geht. Wenn ihr einen geilen Spot habt, einfach mal auch unten reinschreiben für die anderen Zuschauer. Einfach mal unter das Video schreiben. Zack, da geht noch einer rein. Hat auch noch mal ein ganz gutes Gewicht. Das sieht doch ganz gut aus. Schöne Esche. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Abonnier den Kanal. Drück die Glocke. Danke. Und alles klar, Esche, läuft. Und dann sehen wir uns aber auch in den nächsten Tagen, montags, mittwochs und freitags immer auf Twitch. Also ich glaube, es läuft noch. Ist, glaube ich, alles halb so wild. Sieht alles ganz gut aus. So, also gehen wir verkaufen. Schauen wir nochmal eben rein. Das waren jetzt hier zum Ende nochmal die Esche. Stattlicher Preis tatsächlich. 42 Tacken für eine 1,5er Esche. Sandfältchen ist auch nicht verkehrt, ne? Also gerade mit der Frequenz hier, die Ränken und so. Man sieht hier oben ja auch von den Zahlen so im Minutentakt regelrecht. 21., 21., 20 Minuten, 19, 18, 17. Also es funktioniert schon. Zwischendurch natürlich kleine Pausen. 10 Minuten her, dann 9, 9, 8. Also es lübt. Es lübt. Auch hier komplett jetzt verkauft. 46 Minuten. 46 Minuten, 300 Tacken. Bin ich zufrieden mit. Alles tutti für mal eben so angeln.
und wirklich nicht viel feit und mit leichtem Geschirr auch machbar. Auf jeden Fall mal nochmal mit der Stippe ausprobieren hier auf die Kandidaten. Das läuft bestimmt gut, ey. Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.